Am Bärensee soll es mal wieder richtig gut abgehen auf Amur. Hier auf 5563 einer der wichtigsten drei Spots am Bärensee. Also legen wir los hier an der Stelle und packen unsere Karpfenruten aus. Ich habe hier an der Stelle auf 20 Meter jetzt gerade geklippt. Und so werfen wir jetzt hier auch aus. Passt das? Ja, das passt nur leicht in den Clip. Und runter damit. So. 20 Meter weit raus. Warum 20 Meter? Weil ich hier mit der Futtermische in Bällchenform stehe. Ohne PVA. Wer hätte das gedacht? Also 20 Meter locker raus, zack, und dann runter mit den Ruten hier, so, oh, die sind aber ziemlich weit hinten, so, und die dritte machen wir auch noch, auch schön auf 20 Meter, und dann raus damit, so, ja, und dann, na komm schon, so, 1, 2, 3, So ein Rutenhalter wäre gut, ne? Guck mal, da ist sogar schon was dran. Da ist auch schon was dran. Sehr gut. Futtermischer habe ich gerade schon rausgeworfen. Bevor ich hier das alles zusammengebaut habe. Oha, da war irgendwas Kleines, was ich noch nicht so richtig... Oder? Doch noch dran? Ne, ist glaube ich nicht mehr dran. Ich ziehe nochmal nach. Ist bestimmt abgeflutscht vom großen Haken. Aber jetzt geht es direkt an dem anderen los. Sehr schön. Also, Futtermische ist draußen. Ganz... Oh, war doch noch dran. direkt rausgeworfen als allererstes. Angekommen am Spot, Futtermische rauswerfen. Dann erstmal das Setup zusammenbauen. Schön Stück für Stück. Denn das dauert ja ein bisschen. Und während die Futtermische anfängt zu wirken und den Spot beeinflusst, in der Zeit kann ich dann ja hier schon mal das Set zusammentüdeln. Ich bin hier sehr simpel reingegangen, denn ich wollte auch hier wieder ein bisschen Frequenz haben. Bedeutet also kleine Köder. Und man sieht, es geht, glaube ich, gerade richtig gut ab hier. Bam, bam, bam. Alle drei Routen in Action. Da muss man ja erstmal hinterherkommen. Sehr schön. Futtermische zeige ich natürlich gleich. Und der ist kurz vorher ausgeschlitzt. Der hat auch schon so komisch gehakt. Ich habe die ganze Zeit damit gerechnet, ey. Der hat auch schon so komisch gehakt, der Lümmel. Beim Anheben ist er dann raus. Der hat bestimmt nur am Nasenloch gehakt. Aus Versehen das Maiskorn reingeschnieft. So, next. Komm ran hier. Hier machen wir mal so ein bisschen mehr in den Blank rein, dass die ganze Kraft des Fischs auch hier in den Blank geht. So. Na siehste. Der erste Schubi. Und direkt wieder raus damit. So, zack. Da vorne auf 20 Meter, 20, 21 Meter, ist eine Muschelbank. Das wollen wir aber jetzt hier gar nicht eben großartig bearbeiten, die Muschelbank. Beziehungsweise ja, das ist einfach eine Area, wo sich gerne mal die Fischis aufhalten. Oh, den kleinen, den heben wir einfach. Aber das Ganze sind wir jetzt hier, oder wir sind an der Area jetzt hier, mit Zitrone. Mit Zitrone. So, Zitrone. Und dann haben wir jetzt hier die Futtermische. Volle Zitrone. Und ich werfe auch voll aus. Maximum. Ja, das ist doch... Das ist sogar schon fast weiter, als ich werfe. Werfen wir nochmal drei Stück hier hinterher. Dann reicht es auch erstmal für den Spot. Das heißt, ich habe jetzt hier ungefähr zwischen 10, 12, 13 Mischen habe ich jetzt hier drin. Ungefähr so viel an Futtermische. Zack, rein da. Und dann gib ihm. Aber es geht gut los. Wir könnten hier kleiner und feiner reingehen. Wir könnten kleiner und feiner reingehen, aber ich bin gerade, eigentlich habe ich, ja, ich habe eigentlich mit Amuren mehr gerechnet. Wenn ich jetzt merke, dass hier ganz viele Karpfen sind, dann gehe ich tatsächlich auch auf dem 1er Haken. Ich bin gerade mit dem 1-0er hier. Deutlich größer für die Amure. Aber wenn jetzt hier normal die Schuppis reingehen und so, ja, dann sollten wir doch vielleicht mal ein Setup direkt umbauen. Und wenn wir das machen,
gucken wir auch direkt mal rein hier, wie simpel das Ganze aufgebaut ist. Also, wie immer, einfache Karpfenmontage. Ich bin jetzt hier gerade mit 31 Kilo Setup unterwegs. Heißt aber auch, wenn ihr nicht so großes Setup habt, kann man sich hier sehr, sehr gut schon hinstellen mit dem Start-Setup. Also im Idealfall hat man sich hier schon mal die Karpfenrute geholt, die Fortuna Karp. Und dazu gönnt man sich dann sowas in Richtung von der HSV zum Beispiel, wo viel Schnurkapazität drauf ist. Also das heißt, man kann von zum Beispiel einer 19 Kilo Monoschnur auf der HSV sehr viel draufpacken. Da passen 300 Meter drauf und dann ist man hier an dem Gewässer auch absolut safe. Ja, dementsprechend macht man dann hier einen 18 Kilo Vorfach drauf und einen, beziehungsweise das 18 Kilo Ledcore. Und dann ein passendes Vorfach, ich denke mal so um die 17 Kilo. Und damit kann das dann schon losgehen. Ne? Einfacher Einserhaken, Maiskorn, Zitrone, Mais bzw. Zitrone als Dip. Und dann haben wir das Ganze hier auf 20 Meter und locker raus damit. So, abstellen. Und es geht weiter. Warum so klein? Naja, ich sag mal, wenn man mit so einem Setup hier unterwegs ist, was ungefähr 18, 19 Kilo an Schnur hat, beziehungsweise 15 Kilo an Bremse, dann reicht das auch komplett, wenn man hier mit einem Maiskorn steht. Zum einen hat man dann eine hohe Frequenz, zum anderen macht man dann damit natürlich Skillpunkte und man hat nicht diese übelsten Drills und den heftigen Verschleiß auf seinem Setup, wenn man hier eben mit sowas Kleinem unterwegs ist. Na, ist da was dran? Tatsache. Oh, guck mal, wo hingegangen ist schon. Was ist denn er hier für einer? Hat sich gar nicht gemeldet. So ein ganz kleiner. Na, jetzt bin ich aber schon ziemlich weit rechts gelandet. Gleich mal wieder weiter nach links. So. Das geht auch gut. Aber ist doch schon ein guter Start. Einfach mit simpler Futtermische. Da gucken wir jetzt auch gleich am besten mal rein in die Futtermische, wie die aufgebaut ist, wie die zusammengestellt ist. Relativ simpel, wenn wir hier schon mit Zitrone sind. Dann gehen wir auch voll zitronig in die Futtermische. Und so heißt sie auch. Volle Zitrone. Da ist sie. Also, Basis jetzt hier in dem Fall. Hanfsamenmehl. Warum Hanfsamenmehl? Weil ich eigentlich eher mit Amuren gerechnet habe. Wenn wir jetzt also nicht die Amure haben hier, sondern vielleicht offensichtlich eher die Schuppenkarpfen, hätten wir natürlich alles festgestellt, wenn ich vorher getestet hätte, ohne die Futtermische reinzuschmeißen. So ist es aber nun mal. Ist aber gar nicht so schlimm. Funktioniert ja auch. Maismehl wäre eine Möglichkeit, wie im letzten Karpfenvideo zum Bernsteinsee. Da wurde das alles auch nochmal erklärt mit den Futtermischen. Ich verlinke das nochmal. Absolut wichtig, wenn ihr euch mit den Futtermischen nicht so ganz klar seid, wie man die aufbaut, dann da nochmal reingucken. Jetzt hier in dem Fall Hanfsamen komplett auf Zitrone, Mais einfach nochmal mit reingenommen, weil ich gerade nur mit Mais als Köder unterwegs bin. Zitrusmische als Aroma. Fertig. Und es lübt. Die Ruten sind alle krumm. Die Frequenz ist da. So soll das sein. So Moke wieder. Perfekt. Natürlich kann man jetzt sagen, okay, die Frische hier sind mir ein bisschen zu klein. Die sind mir zu klein. Ich will hier die großen Brocken. Ja, dann Attacke Vollgas. Rein da. Dann einfach die großen Köder nehmen. Das heißt, man ändert dann hier einfach auf Boily und Zitrone. Das Pop-Up-Rig. Und dementsprechend hat man dann natürlich direkt, ja, zum einen natürlich ein bisschen weniger Frequenz, aber zum anderen natürlich dann auch die größeren Brocken dran. Heißt also, wenn man jetzt hier, ich baue das gleich auch nochmal eben um, wenn man dann hier gerne irgendwie den Drill hätte, dann auch gerne hier natürlich auf einen größeren Haken. Und dann gehen wir hier wieder rein mit, sagen wir mal, 18er Zitrone, auch hier wieder die Zitrone mit dem Mais oder sogar noch größer. Dann ist aber die Frequenz tatsächlich mächtig im Keller. Aber da können dann auch die ganz großen Brocken reinsteigen. Wenn man da vielleicht Bock hat auf einen Drill, auf einen großen Amur, vielleicht eine Trophy sogar, dann geht man eben mit den ganz, ganz großen Boilies rein. Ja, da braucht man dann aber auch jede Menge Glück.
Und so ist das jetzt hier relativ entspannt. Einfach locker rausgeworfen, immer auf die 20 Meter. Eine gute Frequenz jetzt hier, 6 Minuten. Ja, da zuppelt gerade schon der 12. Fisch. So kann das doch gerne abgehen. Und ja, wie gerade schon gesagt, man macht eben Skillpunkte damit. Man macht auch tatsächlich ganz gut Silber mit der Frequenz. Oh, eine Sache zur Frequenz hatte ich noch. Vorfachslänge dementsprechend eher ein bisschen kürzer wählen. Also vielleicht so um die 30 cm. Also das auch nochmal, wenn man so auf Frequenz ist, damit das noch ein bisschen besser lübt. Ja, so viel dazu. Wie gesagt, schaut euch das Video an zum Bernsteinsee. Verlinkt war es ja gerade schon. Und dann Attacke Vollgas. Es läuft 7 Minuten, 12 Fische, das ist richtig gut. Und es zuppelt immer noch weiter, das ist richtig, richtig gut. Gerade wenn es eben in der Nacht immer noch weitergeht, ist das schon mal ein gutes Zeichen. Dann können wir hier konstant durchziehen. Wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch oder mal im Livestream auf YouTube. Also montags, mittwochs und freitags immer auf Twitch und an den anderen Tagen auf YouTube. Mit verschiedensten Games, aber eben auch mit RF4. Petri zusammen, bis zum nächsten Mal.